Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in den Halloween-Wochen. Wie ihr sehen könnt, mit Close to the Sun, ein Spiel, zu dem ich gar nicht so viel sagen kann. Außer, dass es ganz schön laut ist. Mal kurz ein bisschen runterregeln. Ja, was wollte ich sagen? Ja, es ist so ein bisschen Steampunk-mäßig angehaucht. Hat Horrorelemente, sieht so ein bisschen Bioshock-mäßige Optik, hat das auch. Ist, glaube ich, eher so ein Versteckhorror, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, bewaffnet sind wir in dem Spiel nicht. Aber wir werden sehen. Wenn wir mal reinspielen für euch. Bin ich selber neugierig. Habe ich schon eine Weile auf Platte, aber wollte mir das auch für die Halloween-Wochen aufheben. Close to the Sun, wie gesagt. Drücken wir Start-Taste. Die eine Taste. Start funktioniert auch. So, ich habe eigentlich schon Einstellungen gemacht, aber nochmal neu gestartet. Das sieht aber so aus, als ob das alles das ist, was ich eigentlich... Ja, passt. Machen wir ein neues Spiel. Ja, ich bin mir sicher. Soll wohl komplette deutsche Sprachausgabe und Untertitel haben. Untertitel habe ich euch angemacht, falls ich mal wieder dazwischen sabbel. Kennt man ja. Besucher und Neuankömmlinge verlieren an Bord der Helios aufgrund ihrer schieren Größe oft die Orientierung. Daher finden sich an allen wichtigen Schiffsbereichen leicht verständliche Karten, nicht veränderte Karten. Die brillante Ada. Na, da beginnen wir doch mal mit Prolog. Meine geliebte Schwester. Ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Also Sprachausgabe bis jetzt. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Was verschweigst du mir? Also bis jetzt sehr positiv, muss ich sagen. Optik sehr detailreich. Sprachausgabe super. Gucken wir uns hier mal um. Das war wohl nicht die Aufhebentaste. Wir können springen. Aha. Das war die Aufheben-Taste. Ich kann zoomen. Ah, drehen geht auch, aber mit einem anderen Stick. Die Helios, ein Triumph des Ingenieurwesens, wissenschaftlicher Fortschritt. Treten Sie dem Helios-Team bei, bewerben Sie sich bei Ihrer örtlichen Warncliffe-Niederlassung. Ah, das ist wohl der Firmenname. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Wir scheinen gleich einen schönen, ordentlichen Marker zu kriegen. Wir haben keinen Spiegel. Kann ich mir so nicht darüber aufregen, dass wir kein Spiegelbild haben, weil wir keinen haben. Aber doch, so. Willkommen an Bord. So. Gehen wir halt mal raus aus dem Zimmer. Wir wollen ja, dass ein bisschen was losgeht, ne? Türen gehen von alleine auf, das finde ich gut. Das mochte ich bei Layers of Fear immer nicht so, dass man die Türen dann halt auch noch erst hier drückt. Ach, wir sind noch gar nicht auf der Helios. Aha. Das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Die waren zumindest besser verständlich als auf dem Fürther Bahnhof. Zeitung Le Petit Parisien.
Britische Marine auf Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgabe. Wandgleif weist Vorwurf zurück, behauptet, Maxwell sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppe von Diplomaten versammelt sich, um wachsenden Druck gegenzusteuern. Scheint sehr storylastig zu sein. Die Helios. Eroberung neuer wissenschaftlicher Gebiete unter der Leitung von Nikola Tesla persönlich. Forschen und erfinden ohne finanzielle oder politische Einschränkung. Erinnert auch so ein bisschen an Bioshock. Der Regeneffekt sieht richtig cool aus, muss ich schon sagen. Aber machen kann ich hier nichts, ne? Was ist denn das eigentlich? Können wir rennen? Gibt es eine Lauftaste? Ja, wir können rennen. Das ist natürlich schwierig. Können wir hier rein? Nee, das ist zu. Aber hier scheint offen zu sein. Na, dann gucken wir doch mal. Ja, kann man sich geben, das Spiel optisch zumindest. Ist das doch schon mal was? Sag bloß, die konnten in mein Zimmer reingucken. Fände ich ja jetzt nicht so doll. Übrigens, das Klackern, muss ich mich entschuldigen, das sind meine Sticks. Das sind nicht mal die Tasten. Das war jetzt die Taste. Was haben wir denn hier nettes? Nochmal was zur Helios. Das Helios Grand Theater. Großartige Unterhaltung für großartige Menschen. Nö. Ich denke mal, jetzt sind wir hier eine Runde rum. Dann. Ja. Da brauchen wir nicht bleiben. Dann gehen wir doch mal aufs Oberdeck. Bisschen ungemütlich das Wetter. Hier könnten wir rein, okay. Ist auch weiter scheinbar nichts anderes möglich. Aber eins frage ich mich, warum ist hier Chaos? Press Button to commence docking Prozedur. Um die Andockprozedur einzuleiten, müssen wir da auf den Knopf drücken. Wir haben eh nichts anderes zu tun. Also, der Rafter. Passiert da denn jetzt was? Ja, Zwischensequenz. Storm im Wasserglas übersetzt man das ja eigentlich. Storm in a Teacup ist eigentlich Teetasse, klar. Aber ich würde einfach sprichwörtlich die Übersetzung Storm im Wasserglas präferieren. Ey, das sieht aus wie so eine riesen Brücke irgendwie. Das ist ja gigantisch, das Teil. Da die Leute drin verlaufen, wundert mich wirklich nicht.
Ich habe jetzt keinen Bock auf Zitat. Ihr lest es selber. Ich bin gerade faul. Kapitel 1, die Grenze des Hermes. Ah ja, wollte ich positiv anmerken. Wir haben Beine. Finde ich sehr gut. Sowieso sehr detailliert, der Körper. Da geben sich nicht so viele Spiele so Mühe. Gut, jetzt können wir raus. Ist halt einfach mal der Shuttle reingefahren in dieses, ich sag mal, Riesenschiff. Da ist der Steg, den können wir da wohl runter. Bisschen unordentlich hier. Ich dachte, die großartige Helios wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Das heißt, jetzt erwartet Parademädel oder was? Gucken wir mal. Ich finde, das Spiel hat auch ein... Muss ich mich jetzt runterfallen lassen, ne? Point of no return. Das Spiel hat auch einen ganz guten Kontrast, hell und dunkel. Ich meine, es ist ein dunkles Spiel, aber ich sehe halt trotzdem noch alles. Selbst in so finsteren Ecken geht das ganz gut. Ja. Vielleicht kommen noch Stellen, die dunkler sind. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Lampe oder sowas. Ist ja auch nie so unüblich in solchen Spielen. Die Helios. Ein luxuriöses wissenschaftliches Unterfangen, während der Rest der Welt sich selbst überlassen ist. Ah, da hinten sind so ein bisschen ploppen Grafikeffekte drauf, aber mei. Ich spiele auch nie auf der aktuellen Konsolengeneration, das ist ja eine Xbox One X. Aber das ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Ich bin mit der Optik sehr, sehr zufrieden bis jetzt. Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Was haben wir denn da? Die Schiffsratte, was? Profil, die Schiffsratte, aktiver Spion, isolieren und eliminieren. Oh, hier gehen wir gleich in die Vollen. Haben wir nur den Hebel oder was ist das, oder wie? Ah ja. Gucke ich aber hier, dass ich nichts verpasst habe. Weil auf der Seite habe ich noch nicht so genau gesehen, was los ist, weil da ging es ja noch runter. Aber nee, hier scheint auch nichts weiter zu sein. Na dann mal weiter. Wir wollen ja ein bisschen was sehen vom Spiel. Ich weiß bloß nicht, ob das so gemächlich bleibt. Ich hatte mal irgendwann, ein Jahr bevor das Spiel rauskam, also das ist ja jetzt auch schon ein Jahr oder sowas draußen, und ein Jahr vorher hatte ich mal einen Trailer gesehen, also mehr kann, ich kann da eigentlich wirklich nicht mehr zu viel zu sagen. Kleiner Jumpscare, okay. Wardenclyff. Eine Firma, die die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. You are here. Das ist... Hab ich irgendwie eine Zoom-Taste? Ah, habe ich auch. Harbor, Hafen. Jo, passt. Aber ey, überlegt euch mal, guckt doch mal, wie viel Decks das Ding hat. Und ich glaube, das ist noch nicht einmal komplett alles angezeigt. Wahnsinn. Komme ich da durch? Ja, sie scheint schmal genug zu sein. Der Duke hätte es jetzt natürlich noch weiter auseinander gestemmt. Was steht da? Quarantäne? Ah. Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Jetzt kommen wir auf jeden Fall nicht mehr raus. Na toll. Da ist recht, das ist ganz toll. Speicherpunkt. Schönes Mobiliar. Solche Sitze gab es bei mir früher im Kino, wo ich herkam. Da
Nicholas Ford, Geburtsdatum 11. Oktober 1850, geboren in den USA. Ort der Abreise New York, Aufenthaltszweck Schauspieler, Dauer des Aufenthalts 21 Tage. Pass nochmal, bla bla bla. Tja, das hat jetzt wirklich, wenn ich überlege, die haben dann Theater drin. Die haben die Möglichkeiten, frei sich zu entfalten und zu arbeiten. Das hat so einen Bioshock-Touch. Also so ein bisschen Rapture-mäßig ist das hier schon. Was ich nicht schlimm finde. Also die Bioshock-Reihe, die liebe ich. Finde ich gut. Ich habe ja nicht umsonst den ersten Teil hier auf dem Kanal durchgespielt. Und die Atmosphäre ist halt auch wirklich eine ähnliche. Das passt. Was kann ich jetzt hier machen? Drüber hupfen oder was? Endlich doch mal ein Charakter, der sich so von Barrieren nicht schocken lässt. Das finde ich gut. Weil sonst ist ja oft in Videospielen so kniehohe Barrieren. Oh, da komme ich jetzt aber nicht drüber. Büros. Ja, das ist alles rot. Da vorne ist ein Aufzug. Ja, aber der ist rot markiert. Das weiß doch jeder, dass man da nicht rein kann. Habe ich eigentlich jetzt schon irgendwie eine Lampe dabei? Nee. Nee. Ich glaube, ich muss mich erstmal in den Büros umsehen. Muss ja mal gucken gehen. Hier komme ich schon mal noch gar nicht rein. Hallo? Ist hier jemand? Oh, so Schatten. Oh, das war mies. Das war aber gut. Also. Gab es auch diese eine Szene in Bioshock 1 mit den Schatten von dem 1 Splicer mit dem Kinderwagen. Das war schon. Aber hier, das ist auch mies, ne? Denkt man, oh, Blutlache. Ja, nee, Farbeimer. Aber kann man machen. So, dann machen wir hier mal auf. Das mal gereicht. Komme ich da jetzt durch? Scheinbar nicht. Und nu? Das ist wirklich mies mit dem, in Anführungszeichen, Blut. Ah, da ist noch was grün. Das ist schön. Was ist denn das hier für eine Beleuchtung? Die Tür ist zu. Jetzt wird es doch ein bisschen dunkel, ne? Aber ich kann noch alles gut erkennen. Wenn es im Video zu dunkel werden sollte, helle ich euch das natürlich ein bisschen auf. Jetzt sind wir ja auch in die Büros gekommen, finde ich. Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison nehme ich an. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Schauen wir uns doch hier mal trotzdem um, auch wenn wir eingeschränkt uns bloß bewegen dürfen. Wieder so ein Pass? Profil, Dampf, bevorstehende Bedrohung, bekannte Pseudonyme, Matthias Elias, Simon Alder, Ernest Hemsen. Da ist was, was sich öffnet. Hier lag noch irgendwo was, das habe ich gesehen. Abteilung für interne Kommunikation. Die Befragung des Forschers Becker hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Anzahl abteilungsübergreifender Gerüchte, die sensible Informationen enthielten. Leider verstummten auch die Quelle um Edisons mutmaßliche Spionage. Wir sind daher bei der Untersuchung, welches Material genau kompromittiert wurde, nicht weitergekommen. Ich beantrage hiermit künftig praxisorientierter vorzugehen, um die dauerhafte Sicherheit der Helios zu gewährleisten. Wir können uns keine weiteren Sabotagen leisten. Einmal ist genug. Mir ist bewusst, wie unrecht Mr. T, sag ich jetzt mal, diese weniger durchdachten Maßnahmen sind. Aber manchmal ist es auch auf altmodische Art am besten.
Auskunftsbeamter Strootman oder Strootman ist ja doppelt hoch. Da ist nochmal ein Text. Zeitung. The Call. Der Ruf. Edison bestreitet Spionagevorwürfe. Anschuldigungen sind haltlos, sagt Edison. Vorbereitung für Gegenklage in Vorbereitung. Warncliffe lehnt Stellungnahme ab. Tesla abwesend während Vorverhandlungen wegen Vorwürfen der Edison Spionage eingeleitet wurden. Also, aber Finger in die verknotet hier. Ist nix. Ne, da könnte ich hoch. Eine offene Tür hätten wir noch. Hier sind wir auch reingekommen. Okay. Schnell rüber auf die andere Seite. Von der Seite ist auch nichts machbar. Okay, die Tür ist halt wirklich im Eimer. Das sieht mir schon fast nach Gefängniszellen an. Nur autorisiertes Personal. Sind das hier die Espresso-Maschinen oder was? Rohrpostnachricht. Keine Sorge, Ihre Forschungsergebnisse erhalten den Schlüssel zu, enthalten den Schlüssel zu allem. Für wen war diese Nachricht bestimmt? Rohrpost. Gab's das nicht im Bioshock auch? Oh, da können wir auch noch hoch. So viele Wege. Das finde ich nie gut. Ich habe noch Angst, den Falschen zu gehen. Also ich will mal erst alles erkunden und dann weiter. Aber das war's dann hier wahrscheinlich auch schon. Na doch, hier gibt's was. Nochmal ein Pass. Davids Pass. Name David Bishop. Geburtsdatum 4. Dezember 1890 geboren in England. Ort der Abreise London. Aufenthaltszweck begleitender Minderjähriger. Dauer des Aufenthalts 7 Tage. Passnummer bla. Mal Zeitungsausschnitt, lose Zeitungsseiten. Teslas Todesstrahl soll Krieg unmöglich machen. Nikola Tesla kündet Weltfrieden durch Drohung vor unermesslichen Schaden zu erzwingen. Neu angekündigte Waffen stehen kurz vor dem Verkauf. Nationen der ganzen Welt sammeln Gelder. Teslas Schiffswaffen können ganze Flotten vernichten. Das ist, da hört sich das bei mir so ein bisschen an wie Atombombe. Einfach Waffen haben, damit man die Bedrohung aufrechterhalten kann, damit der solche Waffen, wo man immer hofft, dass sie nie eingesetzt werden. Aber naja, es hat ja immer schon gut geklappt. Da können wir rein. Da auch. Was steht denn dran? 113. Interrogation? Keine Ahnung. Na. Okay. Sind das Arbeitsräume? Jackpot. InfoSec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die die Daten und Orte bestätigt. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Es ist ein Spion von Edison. Es ist wichtig, dass wir alle Informationen von ihm bekommen, ob er will oder nicht. Dies ist definitiv ein Code West-West. Ist definitiv eine Code West-West-Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. Security Officer Del Dorsey. Hat sich jeder hier nicht schon? Zeitung. Der Examinierer, okay. Nikola Tesla rekrutiert britische Geheimdienstler zur Überwachung der Informationssicherheit an Bord der Helios. Ein weiterer hochkarätiger Wissenschaftler schließt sich ständig wachsenden Helios-Crew an. Sabotageversuch gescheitert, Helios-Shuttle entgeht Kollision. Wissen wir nicht. Kann nichts zu sagen. Scheint mir mein erstes Rätsel zu sein. Was haben wir hier noch? Noch einmal ein Pass, ja. Silvias Pass. Silvia Bischof,
Der Bischof, den Namen haben wir doch schon mal gehört, oder? Geboren 8. Juli 1860, geboren in England, Abreise London, auf einer Zweckkunstausstellung, dauert das Aufenthalt 7 Tage. Ich glaube, der Kurze hatte auch den Ausweis. War auch ein Bischof. Was haben wir jetzt hier Nettes? Ich drehe das mal alles in die. Einfach ein bisschen frei in die Richtung. So werden also vermeintliche Edison-Spione an Bord der Helios verhört? Warte, bis mein Herausgeber das erfährt. Ich täte mir jetzt da was von schnappen, sei ganz ehrlich. Aber das ist halt auch wieder Ego-Shooter-Denken. Nur was bringt mir das jetzt hier? Wir haben Rätsel gelöst, ja schön, aber. Hat das denn. Die hat man schon, ne? Was bringt mir das jetzt? Hat sie jetzt dadurch irgendwas geöffnet? Hier vielleicht? Nee, hier geht nix. Ist da oben jetzt irgendwas aufgegangen? Sieht so hell erleuchtet aus, die eine Stelle, da seht ihr das. Falsche Seite. Nee, hier ist nichts dazu gekommen. Kann ich mich runterfallen lassen? Jo, geht. Tja, und nu? Hä? Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Oder wie, oder was? Also nur gucke ich mich wirklich mal vorne bei dem Fahrstuhl gleich mal um. Vielleicht ist da jetzt was passiert. Doch nicht A. Auch zu. Security Override. Ich denke, ich werde es abschalten müssen. Aber wo? Da geht nämlich nichts. Hier auch nicht. Aber hier haben wir noch einen Bereich im Kompletten. Also dürfte wohl noch was gehen. Gentlemen. Ist so. Ladies. Also wenn der Charakter jetzt aufs Klo müsste, wäre nicht so geil. Ein Raum mit nix. Die Harnsick. Ist aber auch zu. Naja. Da können wir ja zumindest aufmachen. Ist vom Aufbau so ähnlich wie das andere Büro drüben, aber. Ach Gott, ich hab gezuckt. Storage Room. Lagerraum, aber geht nicht auf. Emotes. Private Office. Geht da nix. Ha. Da guck ich rein.
Und der trägt da auch hin. Nein. Dann versuchen wir es mal in Richtung des Bildes. Auch nicht. Okay, ja, war jetzt Zufall, aber was soll's. Was haben wir da? Einen Pass wieder mal. Anaya Patel, 28. Sommer 1855, geboren in Indien, in Ort der Abreise Bombay, Labortechniker. Dauer des Aufenthalts unbegrenzt. Profi armlos. Unter Verdacht, Schläferagent zu sein, bestätigte oder entkräftigende Beweise finden. Okay. Alles klar. Was, da war es nur noch eins? Ach so, die andere Seite müsste ich das auch machen. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Naja, gehen wir hier nochmal durch den Raum. Nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Sind das die Routen oder was? Die haben ja wirklich alles abgeklappert. Aber wie sind die über Land gekommen mit dem Ding? Naja. Wer weiß, was das Ding alles kann. Die Helios meine ich. Nochmal ein Pass. Ein kleiner Erfolg. Jung Han Choi. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Geburtsdatum 13. April 1843 in Korea. Abreise Seoul. Aufenthaltszweck Laborforscher. Unbegrenzter Aufenthalt. Alles klar. Spy Connection. Le Petit Parisien wieder. Britische Marine auf Suche nach Helios. Angeblich ein Führung prominenter Bund. Das hatten wir doch schon, oder? Ja. Den Zeitungsausschnitt hat man schon gelesen. Da ist nochmal was. Vorfallbericht KA812. In Übereinstimmung mit Verfahrensprotokoll A12 begrüßen die Beamten bei Ankunft des Shuttle aus Sydney. Als der Gast nicht wie angewiesen erschien, führten die Beamten eine Routineuntersuchung auf dem Shuttle durch. Weder der Gast noch die von Wardenclyffe ausgestellten Papiere und Kleidungsstücke konnten an Bord gefunden werden. Weitere Inspektionen des Schiffes zeigten eine deutliche, aber harmlose Beule auf der Steuerbordseite des Shuttles. Scusi. Es gibt keine Aufzeichnungen, die belegen, dass unser Schaden bereits vorm Auslaufen in Sydney bestand. Daher ist es möglich, dass das Shuttle auf dem Weg zur Helios von einem anderen Schiff geentert wurde, nicht gerammt. Dies ist der 11. Vorfall dieser Art innerhalb des laufenden Jahres. Die Anfälligkeit unserer automatischen Shuttles muss dringend verbessert werden. Die ID-Dokumentation und die Wardenclyffe-Uniform, die uns so abhandengekommen, könnten Edison genug Informationen liefern, um überzeugende Fälschungen herzustellen. Ich erwarte noch die Zusicherung, dass Maßnahmen ergriffen werden, um das erneute Auftreten solcher Vorfälle zu verhindern. Wieder von der Rossi. Gut, jetzt aber wirklich mal rüber auf die andere Seite schnell flitzen. Und das da öffnen. Müsste ja da in dem Kabuff sein. Ich habe es wahrscheinlich einfach bloß übersehen. Aber wir werden es gleich wissen. Ja, da haben wir es doch. Das sollte es gewesen sein. Ja. Und jetzt Ada finden. Juhu. Was ist denn das? Aha. Ein Aufzugsschlüssel. Warum nicht? Und wir brauchen direkt. Gut. Was zur Hölle? Okay, hey. Das hat jetzt gesessen, hey. Der Schock. Scheiße. Etwas gezuckt. Und noch ein Erfolg.
Ich würde aber trotzdem sagen, mal gucken, ob jetzt noch irgendwie was zwischensequenzentechnisch kommt. Aber das Feuer des Prometheus, das war's dann mit dem Spiel. Für so einen kleinen Einblick und in welche Richtung das Spiel geht, sollte das ja wohl gereicht haben. Ne? An dieser Stelle, ich sag, bis zur nächsten Folge der Halloween-Wochen. Macht es gut. Oder so ein Augenöffner. Ein schönes Bild zum Abschluss. Also, haut rein.